Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Alien. So, in hoffentlich mal ein wenig saferer Position und... Naja, hier brennt ja schon mal alles. Gut, ich werde jetzt aber nochmal kurz... Ach nee, kann ich ja nicht durchscrollen. Mir Medikit drücken. Oh, das beruhigt die Nerven. Das beruhigt die Nerven. Oh wei. So. Ist die Frage. Wird's jetzt nochmal zum finalen Endkampf kommen oder nicht? Und wo muss ich jetzt eigentlich jetzt genau hin? Also bis jetzt ist ja nichts da, aber ich will auch nicht laufen. Ich will nicht rennen. Möchte ich einfach nicht. Ich möchte schleichen. Ich möchte leise mein... Mein Leben. Leben. Ei, jetzt sind wir hier ganz am Anfang. Hier hat alles angefangen. Und die Station hält halt kaum noch zusammen. Und driftet immer weiter in den Orbit. Boah, ich sehe schon. Ich glaube, ich muss... Muss ich da vorne raus? Ja genau, hier sind wir beim Abflug gelandet. Hier sind wir angekommen. Und da vorne brauchen wir wieder den Ionenschneider. Ich krieg nochmal Flammenwerferöl. Ich hab nochmal Flammenwerferöl gekriegt. Das hilft mir gar nicht. Ich guck nochmal. Rohrbombe wird dich nicht interessieren. Ich werde nochmal probieren mit Molotow dich kitzeln, notfalls. Irgendwas muss ich doch machen können hier. Ich möchte Optionen. Ja, Bolzenschieber hat sogar schon 7. Vorher waren wir sogar schon 30. Aber nur der Flammenwerfer hilft. Ich hätte ja wenigstens gehofft, dass die Pumpgun mal was macht, aber... Auch das hatten wir ja ausprobiert, das hat ja auch nichts geholfen. Und runter mit dir. So, neuer Bereich. Moment. Es ist mir hier einfach zu ruhig gewesen. Das Ding reagiert gar nicht. Hätte ich jetzt hier noch irgendwie... noch was machen können? Weil wir haben ja hier einen Ionenschneider. Vielleicht mehr Munition oder so. Vielleicht haben wir jetzt sozusagen ein Gebiet, wo das Alien jetzt mal nicht uns ärgert. Weil hier sind wir vorher auch gar nicht reingekommen. EMP. Warum V3? Oh nein. Schrott. Muni. Flammenwerfer-Muni. EMP V3. Uns fehlt nicht mehr viel, denn könnten wir noch eine ganze zusammenbauen. Aber Flammenwerfer-Muni, wir haben jetzt das Doppelte. Dallas hier. Ich werde in Kürze das Nostromo-Berichtpaket zurück zur Erde senden, bevor wir uns in die Hyperschlafkapseln begeben.
Die nächstgelegene Relaisstation scheint Sevastopol zu sein. Wie dem auch sei. Wenn alles gut läuft, hören Sie wieder von uns, sobald wir uns Also die Ansage stört man ja überhaupt nicht. Das würde mich interessieren. Können wir hier hinten auch wieder zurück? Ne, die Tür ist jetzt zu. Und man hört eigentlich die ganze Zeit noch ein Piepen. Können wir eigentlich hier von der anderen Seite auch nochmal ran irgendwie? Weil unten war ja, glaube ich, auch nochmal was auf der anderen Seite, ne? Aber hier kommen wir nicht durch. Genau hier. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Da ist jetzt so weiter nichts. Und das hier war die Bar, ne? Ja. Bindemittel haben wir voll. Das hatten wir schon. Und hier ist sonst nichts weiter. Kann ich die Bodenklappe benutzen? Ne, die kann ich nicht mehr benutzen. Gut. Dann speichern wir hier nochmal. Wir haben wenigstens nochmal fürs Zurückgehen nochmal einmal Flammenwerfer-Munition gekriegt. Und egal, ob ich jetzt hier renne oder nicht, alles top. Wir hoffen einfach drauf, dass das Alien total taub ist. 150 Schuss haben wir jetzt. Okay. Dann wollen wir mal. Oh, ich bin nicht bereit. Aber geht nicht anders. Wir wollen ja runter von der Station. Okay. Ich wiederhole, Ripley, können Sie mich hören? Nee. Ich glaube, hier müssen wir dann wieder hin. Beeilen Sie sich, Ripley, die Zeit läuft uns davon. Die Station fällt auseinander. Ja. Leiten Sie die Andock-Sequenz ein. Und wir haben wieder Besuch. Wo muss ich hin? Ist die Frage. Schöner Tisch. Na super. Komm ich hier wieder raus? Hä, wo schickt er mich denn hin? Des Aliens. Nee. Er schickt mich halt hier hin, aber Strom wieder. Ah. Moment. Ah, jetzt. Weiß ich auch, warum die Kabel hier lang gehen. Ich muss den Kabel folgen. Okay, die Kabel gehen hier lang.
Systeme neu starten. Ich habe halt keine Ahnung, wo das Vieh ist. Aber in unserem Schacht ist es nicht. Okay. Komm schon. Zugriff gewährt. Komm. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir müssen jetzt auf die andere Seite rüber. Und dort nochmal dasselbe machen. Ich gehe lieber über den Schrank. Okay. Mehr bleibt mir nicht. Das kommt gerade. Ist aber noch nicht rausgekommen. So, nochmal dasselbe Rätsel. So. Die Achterklemme am Terminal. Das Terminal ist da vorne. Das Problem ist, ich höre nicht, ob es jetzt irgendwie hier durch die Gegend stampft oder nicht. Es ist halt alles schweinelaut. Scheint aber noch oben zu sein. So, da kommen wir nicht durch. Den Raum kennen wir ja noch. So, welche Seite? Ja, die Seite hier. Oh, Terminal. Warum Terminals? Der lebt doch noch. Fehler. Störung der okay. Fehler und hier. Verlaine, die Underclamps sind aktiviert. Okay, gehen Sie jetzt zum oberen Kontrollraum. Lass mich hier rein. So, zum oberen Kontrollraum. Na komm schon. Und nur zum oberen Kontrollraum. Rausklettern. Ich höre halt nicht, ob das Alien irgendwo ist oder nicht. Hier nach unten sollten wir definitiv nicht. Da werden wir nur gebrutzelt. Oh, noch mehr Muni. Ich mag meine Muni. Gut, hier nochmal. Ich sehe es kommen. Wir müssen gleich nochmal gegen ordentlich Syntheten angehen, oder? Ja.
Ich baue nochmal zur Sicherheit eine weitere EMP-Mine. Mitten auf einer wackelnden Treppe. Passt schon. Sogar noch mal was zum Speichern. Flammenwerfer. Noch mal 50 mehr. Das Personalbrückensystem wurde aufgrund der Stilllegung entfernt. Bitte wenden Sie sich an einen Siegson-Ingenieur zur Unterstützung. Es kommt nicht raus. Komm schon. Einmal noch speichern. Das Personalbrückensystem wurde aufgrund der Stilllegung entfernt. Unterstützung. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Okay. Ich hoffe, das klappt. Das hoffe ich auch. Ich kann nun bestätigen, dass alle Systeme von Sevastopol funktionsbereit sind. Unser Orbit von KG348 ist nicht mehr degenerativ. Vielen Dank für den an das Schlepperteam. Okay. Wartungsbrücke. Geschafft. Und jetzt müssen wir zur Luftschleuse. Schleichen. Vergiss es zu schleichen, ich laufe. Komm, 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 komm. Wann, wo, wie, was? Ich hab's noch nicht mal kommen hören. Oh, nee, ey. Lass mich raten, es sind jetzt zwei. Gut, nochmal. Die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment. Ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Wartungsbühne. Geschafft. Okay. Probieren wir es jetzt nochmal anders. Okay, ich kann nicht speichern. So, jetzt komm. Okay, es kommt mir direkt entgegen und ich höre es halt überhaupt nicht. Es ist viel zu schnell. Das heißt, es wird noch aggressiver dadurch. Okay. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment. Okay, ich bin gerannt. Ja, ich bin. Das war mir jetzt mein eigener Fehler. Das war jetzt wirklich mein eigener Fehler. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. So. Geschafft.
Gut. Begebe dich zur Luftschleuse. Hallo, Alien. Es haut mich halt um. Komm, Ripley. Einmal Gas geben jetzt hier. Und diesmal probiere ich es anders. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich habe noch ein bisschen Flammenwerfer-Muni. Komm schon. Lass dir Zeit. Nee. Okay, es will wohl wahrscheinlich nicht, dass wir gehen. Oh, und ich dachte, das wär's jetzt. Ich habe keine Ahnung, das Ding ist auch im Eimer. Wir haben aber auch noch nicht gespeichert. Muss ich jetzt hier wirklich durch? Flammenwerfer und Leuchtfackel. Einmal Schrot. Ey, das hört sich ja alles so eklig an. Okay. Viele Eier das vor allen Dingen sind. So, nee, ich will keins herstellen. Ich will eins nehmen. Alter, nein. Gut, wir gehen hier einfach jetzt irgendwie durch. Aber ich habe einen ganz, ganz bösen, super bösen Verdacht. Ich sehe es nicht, da. Wird ja jetzt noch ein richtiger Shooter, ey. Ich weiß nicht, ob eine Pistolenpatrone das Vieh auch instant killen kann. Nochmal Flammenwerfer-Muni. Mich jetzt durchgelassen oder? Nein.
Ich habe so den ganz bösen Verdacht, dass wir infiziert sind. So den mega bösen Verdacht. Zur Luftschleuse. Meine Güte. Die ganze verdammte Station fällt noch schlimmer auseinander, als irgendwie sein sollte. Oh, und ich dachte, wir hätten das jetzt schon geschafft. Bolzenschieber nehmen wir noch mit. Komponente B nehmen wir noch mit. Ja, Ventilator, das hilft. Ist schön kühl hier. Danke. Sensoren. Ist auch nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig gehe, bin oder was auch immer. Gehen einfach weiter. Leuchtfackel. Da krieg ich so viel Flammenwerferöl. Das macht uns so. Achtung, Scheiße! Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Kommt das gleich nochmal? Dann habe ich nämlich ein Problem. Hier könnte ich einmal drauf. Einfach nur durchschaffen. Au! Kommt da jetzt noch so ein Ding? Das hört sich immer die ganze Zeit so an. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich muss in die Richtung. Moment. Okay, das könnte mir schon mal eher helfen. Hier. Nein, und wir haben nicht gespeichert. Weil halt nirgendwo ein Speicherschieber war. Wo ist jetzt der letzte Ansatz? Ach, hier unten. Okay. Gut. Das heißt, ja, das mit der U-Bahn kommt gleich noch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.